Ja, hier sind wir beim Champ Vasili. Damit herzlich willkommen zum letzten Part, zum Pokémons Markt. Ich denke mal, das ist der letzte Part, denn ich glaube nicht, dass ich zwei Parts brauche oder mehrere Parts, um ihn zu besiegen. Beziehungsweise, damit der Kampf nicht so lange dauern wird. Ja. Champ Vasili, wie gesagt, er fängt mit Moby Dick an. Bei Lord. Als Kaffer. 10 Level ist es drunter. Oh nein, nicht von Tränen. Ja, toll. Verdammte Scheiße. Ein Treffer und tschüss, auf Wiedersehen, oder? Niemand Wiedersehen. Naja, egal. Walter muss es richten mit einem Donner, das natürlich daneben geht. Aber jetzt nicht mehr, denn Regentanz tut Donner auf eine Genauigkeit von, ich glaube, 100 hochschrauben. Das heißt, Donner trifft immer und hier ist der Beweis. Damn! Okay. Wenn man das als Beweis ansehen kann, ich weiß es nicht. Immerhin, Donner hat Violet zum Schmelzen gebracht. Donner hat auch eine ziemlich hohe Temperatur. Jetzt kommt komischerweise Garados rein, das wir auch eigentlich auch sehr schnell besiegen könnten. Dankeschön, LKW, du hast wieder meinen Part versaut. So, jetzt müssen wir nur noch schneller sein als Garados. Sind wir auch. Das Garados kann gegen Donner nichts aussetzen, denn Garados ist ja klar. Drache, Quatsch. Wasserflug, vierfach Schwäche gegen Donner, also gleich Kill. So, Garados ist weg. Und jetzt kommt Velsa. Das werden wir mit Specko besiegen. Wir wissen ja, Velsa ist ja ein Wasser-Boden-Pokémon, was eine Vierfachschwäche für Pflanze aufweist. Was wiederum heißt, Specko sollte keine großen Probleme haben. Damals, wo ich noch klein war, habe ich immer mit... Ach, nein. Nein! Jetzt habe ich keine Laubklinge-AP mehr, jetzt aber schon. Okay, soft. Also, wo ich noch klein war, habe ich immer meinen Groudon reingerufen. Zu diesem Zeitpunkt. Und dann mit Solarstrahl drauf gehämmert. Hätten wir schon mal das Problem weniger, aber diesmal kämpfen wir ohne legendären Pokémon. So, Laubklinge gegen Velsa. Vierfach Schwäche. Was ja auch zu einem sofortigen Kill führt. So. Jetzt kommt Milotic. Das ist eigentlich das stärkste Pokémon, was er dabei hat. Ich glaube, sogar Kapalorus ist da etwas schwächer. Es sei denn, Kapalorus kommt mit Doppelteam. Aber naja. Wir haben Milotic als Gegner. Wir sollten es nicht unterschätzen, das sollte man überhaupt nicht. Jetzt hat es aufgehört zu ricken, das heißt, Donner könnte es immer daneben gehen. Hier haben wir den Beweis gehabt. Ich hoffe, jetzt macht der Regentanz. Nein, der macht Toxin. Oh Gottes Willen, ey. Dann eben nochmal Donner, was wieder daneben geht. Ja, gibt's das? Das darf jetzt nicht wahr sein. Ich muss jetzt drin bleiben. Was ist das? Wieso geht die dreimal in Folge daneben? Bist du blind? Das kann doch nicht wahr sein. Verdammte Scheiße. Geh sterben, Walter. Wirst sehen nach dem Part. Wird das safe gelöscht? So, Laubklinge gegen Milotic. Jetzt kommt Eisstrahl wahrscheinlich. Ja, wusste ich doch. Verdammte Scheiße. Oh, wei, oh, wei. Danke, danke, Walter, danke, dass du 100%ig nicht getroffen hast. Schäm dich, du scheiß verdammtes Voltenso. Da hat Speck und seinen Job gut gemacht. Erstens Volltreffer, zweitens durch Notdünger hat es jetzt einen erhöhten Angriff. Beziehungsweise einen erhöhten Pflanzenangriff sozusagen. Was setzen wir ein? Starmol, Jix, Pix, Fix, keine Ahnung. Ach komm, Starmol. Immerhin sind wir dann ein bisschen resistent gegenüber Giftattacken, aber... Wasserschwäche haben wir immer noch. Aber besser ist nichts. Das können wir ausnutzen, um unser Voltenso zu heilen. Denn ich setze es immer noch ein, um zu versuchen, mit Donner zu treffen. Ja, ich weiß, Donner und Blizzard, die sind halt, das sind halt die Attacken, die
nicht so gerne treffen wollen. Hydropump ist auch einer davon und der Gegner hat es auch gerade meinen Leib zu spüren bekommen, dass halt mal die Hydropumpe daneben gehen kann. Diesmal trifft sie, was ziemlich schlimm für unser Starmol ist. Denn es ist besiegt worden. Wir setzen einfach mal Scarfer ein. Nur um Versager Voltenso zu heilen. Versager Walter. Vorname Walter, Spitzname oder Nachname Versager. Könnte sich ändern, wenn er das Toxa besiegt mit Donner. Bin gespannt, wer schneller ist. Ich glaube den Toxa. Nein. Dafür trifft Donner. Finde ich super. Und besiegt es fast mit einem Kill. Die Hydropumpe trifft natürlich. Wir setzen Schockwelle ein. Ich war mir ziemlich sicher, dass der heilen tut. So. Schockwelle trifft natürlich. Wenn Schockwelle daneben gehen würde und der Gegner ist noch direkt vor dir, ohne Schutzschild oder so, dann ist das unlogische Ding im Pokémon. Denn Schockwelle kann niemals daneben gehen. Sofern der Gegner direkt vor dir steht ohne Schutz. So, Tentuxa wurde besiegt. Ich glaube, jetzt kommt Kapaloris rein. So ist es auch. Wir setzen einfach mal Jigs ein. Nur mit einem guten Grund. Ich setze einfach mal Blizzard ein und hoffe, dass er trifft. Was waren denn das denn für Idioten? Meine Fresse. So. Blizzard, natürlich geht sie daneben. Ich glaube es ja nicht. Ich glaube es nicht, Junge. Mann! Trifft doch! Mann! Was kommt denn mit der Samenbank, Alter? Ich glaube es nicht. Triff doch! Triff doch! Boah, wo ist denn die Tastatur, die ich zerschlagen könnte? Mann! Hätte ich bloß ein Pokémon, das Schnüffler oder sowas kann. Oder Gesichter! Mann! Das ist so verdammte Scheißfeige. Jetzt kann man gar nichts dagegen sagen. Das ist feige. Es ist ohne Grund, wieso Doppelteam verboten wurde. Ja, endlich triffst du. Bitte frier. Geh und werd zum Eisblock. Nein! Mann. Ich hasse Kapaloris. Ich muss austauschen. Harald. Los. Tu irgendwas. So eine Kacke. Was soll ich einsetzen? Feuerrodem, scheiß drauf. Ist klar. Mann! Was soll ich denn machen? Dieses Kapaloris macht mich fertig. Weil ich die ganze Zeit Doppelteam einsetzt. Wie eine feige Hure. Das muss jetzt gesagt werden. Es gibt nichts Feigeres, als einfach den Fluchtwert zu erhöhen. Einen eigenen Fluchtwert. Durch Doppelteam. Werd man paralysiert. Jawohl, endlich mal. Jetzt greife ich einfach mal mit Erdbeben, Mann. Ich weiß, es ist nicht sehr schlau, aber was soll ich denn anders machen, Mensch? Ja toll, Volltreffer! Komm! Ich glaube, da hakt es. Ich lasse es beim roten Bereich, diese... Okay, geht daneben. Ah, die hätte doch so gut sein können! Mann, da habe ich echt keine Nerven für sowas. Echt nicht. Was soll ich jetzt machen? Ich habe noch rein. Jackson ein Walter und er kann nichts tun. Ist doch nicht wahr.
so eine verdammte Kacke, Mann. Ja, komm doch noch mit Egelsam, Mann. Ja, ne? Ich tausche aus zu Walder. Boah, ich kann den nicht besiegen. Ja, Gigasauger. Was noch? Komm doch direkt mit einer... Was weiß ich aus Attacke an? Läuterfeuer oder so. Würde ich mich nicht jetzt nicht wundern hier. Jetzt werden K.O.-Attacken sehr angebracht. Ich könnte es damit Blitz auch ein bisschen schwächen. Genau das werde ich jetzt tun. Daneben. Ich werde Speed reinhauen. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, ne? Blitz geht daneben. Wie kann ein Blitz daneben gehen, wenn es Blitzen tut? Wo ist die Logik? Damn! Ich nutze jetzt die Phase aus, um meine Pokémon wieder zu beleben. Kann ja sein, dass ich die irgendwann noch gebrauchen werde. Jetzt hat es wieder volle KP, das ist mir scheißegal. Was soll ich denn sonst alles machen, Mensch? Ja. Scarfer. Was soll ich denn tun? Wir fliegen einfach mal nach oben. Es geht daneben. War ja klar! Mann! Das ist nicht wahr. Das ist echt nicht wahr. Mal immerhin. Ah. Das ist so eine Scheiße. Ich kann jetzt nichts anderes tun, außer mit Specko drin zu bleiben. Weil Surfer tut nicht viel abziehen. Egelsam hat eh keine Wirkung. Gigasauger zieht nicht viel ab und Doppelteam kann er nicht mehr einsetzen. Ich muss es irgendwann zu einem Verzweifler einsetzen lassen. Also damit er keine AP mehr hat. Das ist die einzige Chance, die ich noch habe. Ich habe zum Glück Ether. Der Gegner kennt sowas nicht. Jetzt kann er nur noch mit Gigasauger angreifen. Denke ich mal. Die AP von Surfer sind jetzt auf null. Kapaloris kann auch nicht mehr. Ja, okay, ich dachte schon. Ich merke langsam, die Verzweiflung, die ich jetzt hatte, geht jetzt auf den Gegner über. Ich werde jetzt einfach mal die Zeit nutzen, um meine Pokémon wieder zu beleben. Man weiß ja nie. Vielleicht hat der gute Vasili noch einen Assenärmel. Ich muss das Spiel jetzt wirklich speeden, weil die Zeit reicht nicht. Ich wollte es in ein Part drin lassen und jetzt wird es wahrscheinlich doch zwei, wenn ich jetzt nicht gespeedet hätte. Slam hat getroffen, oh. Sehr erstaunlich. Doppelteam. Nochmal Doppelteam, kann er nicht machen. Slam trifft. Ich habe keine AP mehr auf Slam. Jawohl, ist Verzweifler. Es tut schon verzweifeln. Perfekt. Oh Mann, ich mach weiter. Das könnte jetzt ein bisschen dauern, weil Paralyse ist noch da. Boah, wie wenig Dingens bekommt. Rückstoßschaden. Natürlich! Top Genesung! Ey, das war doch voll klar jetzt, ne? Ey, das macht keinen Sinn, Mann! Geh einfach down und tschüss! Oh, meine Güte! Ich hab nicht mal mehr eine Minute Zeit! Du scheiß verdammtes Kapaloris! Kokolores, leck mich doch am Arsch. Jetzt kann ich noch ein Part aufnehmen, der nur 3-2 Minuten dauert. Ja, toll! Wieso machst du Top Genesis? Hat keinen Sinn! Du verlierst! Sieh es ein! Du kriegst deinen Champ-Titel nicht zurück und ich muss den Part beenden! Leute! Mann! 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 Bis zum nächsten Part!